Herzlich willkommen zum Fondsmanager-Dialog. Der erste Fondsmanager-Dialog in diesem Jahr zusammen mit der Shareholder Value und Prima Fonds. Die Märkte sind ja aktuell tatsächlich sehr in Bewegung. Wir haben gerade gestern ein kurzes Rauschen nach unten gesehen. Heute scheint wieder eine Erholung da zu sein. Energiepreise spielen auch eine große Rolle. Die Energiepreise sind deutlich gestiegen. Ukraine-Krise, Inflation durch Energiepreise ausgelöst. Aber dazu haben wir natürlich die Profis heute mitgebracht. Frank Fischer, CEO und CIO, wird Ihnen einen Einblick geben. Jeffrey Lu als Portfolio-Manager, Sebastian Bleschke und dann noch der Heiko Böhmer als Kapitalmarktstratege. Die werden diese Gemengelage für Sie auch anhand der einzelnen Mandate erörtern. Dazu haben wir Ihnen folgende Agenda mitgebracht. Zunächst werde ich einen Ausblick geben, was Neues ist bei der Shareholder Value und bei der Prima Fonds. Das sind die Veranstaltungen, die wir in nächster Zeit geplant haben. Sie wissen ja, dass auch bei dieser Veranstaltung schon Credit Points zu erhalten sind, 1,0 Credit Points. Damit ist diese Veranstaltung versehen. Ich übergebe dann an den Heiko Böhmer, der wird in den Kapitalmarkt darlegen, das, was ich kurz eingangs gesagt habe, noch ein Stück weit ausbauen, um dann tatsächlich den Blick auf die Aktienmandate, auf unsere Fondsmandate zu legen. Wie sind wir da positioniert? Wie gehen wir mit der aktuellen Situation um? Und dann natürlich nochmal den Blick nach vorne. Wie geht es denn tatsächlich dann in Zukunft weiter? Der letzte Punkt auf dieser Folie, das ist dann die Frage- und Antwortrunde. Dann bin dann ich nochmal Jan-Peter Schott von der Prima Fonds für Sie als derjenige, der die Fragen stellen wird. Und die Fragen, die stellen Sie am besten rechts im Chatfenster. Ich werde die Fragen dann poolen und am Ende direkt an die Referenten stellen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Grafik. Da haben wir Ihnen jetzt mitgebracht, was wir in nächster Zeit alles geplant haben. Es gibt die Fondsgipfelakademie, die ja sehr gut angelaufen ist. Letztes Jahr schon einige Veranstaltungen gehabt. Wir haben in der jetzt mittlerweile circa 2000 Teilnehmer an dieser Akademie. Und wie der ein oder andere ja auch schon weiß, ist es tatsächlich so, dass es ein Zeitraum von mittlerweile jetzt 14 Tagen ist. Innerhalb dieser 14 Tage haben Sie hochkarätige Referenten und können dann noch, wenn Sie auch Credit Points bekommen wollen, entsprechend sich zertifizieren lassen, dass Sie daran teilgenommen haben. Und das haben tatsächlich schon 800 Teilnehmer gemacht. Also auch als Fortbildungsveranstaltung ist die Fondsgipfelakademie tatsächlich gesetzt und im Markt angekommen. 11. bis 25. März ist da der Zeitraum, den Sie sich dafür merken müssen. Dann haben wir ein nächstes Webinar jetzt schon am 28. Februar, also in 3 Tagen. Und zwar ist das nochmal über den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Dieses Webinar ist zusammen mit Drescher und Sie. Und da ist natürlich das Besondere, dass hier dann von kompetenter Seite in die Tiefe nachgefragt wird. Also nicht nur ein eigenes Präsentieren, sondern von kompetenter Seite das Thema nachgefragt. Dann kommen die Veranstaltungen nächste Woche von uns, von der Prima Fonds, jetzt dann zusammen mit der Arcatis. Unser Funktionieren ist ja immer so, wir bei der Prima Fonds mandatieren Fondsmanager. Heute ist es die Shareholder Value und dann nächste Woche arbeiten wir zusammen mit der Arcatis in dem Webinar. Da stellt dann der Dr. Hendrik Leber den Prima Global Challenges und den Prima Zukunft vor. Das sind die beiden Mandate, die wir zum Management an die Arcatis gegeben haben. Wir haben dann noch einen weiteren Fondsmanager, den Markus Kaiser, Greif Capital Management, der unseren ETF-Dachfonds managt. Auch hier haben wir dann einen Fondsmanager-Dialog. Das ist dann am 15. Februar soweit. Auch hier laden wir Sie gerne ein. Und last but not least, das Thema, was mir als Diplom-Forstwirt eigentlich auf den Leib geschrieben ist. Es geht dann immer Faktencheck, Nachhaltigkeit. Hier das Thema Anstieg der Meeresspiegel. Da ist immer die Frage, was hat das denn konkret mit Investmentfonds zu tun? Eine ganze Menge. Wir probieren ja mit dem Thema Nachhaltigkeit tatsächlich so die Unternehmen zu adressieren, dass wir vernünftige Wertentwicklung haben. Und das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich ein interessanter Ansatz, um ewige Kosten, die wir haben, die durch den Klimawandel entstehen, mit zu berücksichtigen, mit in die Entscheidung, in die Einzelaktien einfließen zu lassen. Und genau das will ich dann in dem Faktencheck Nachhaltigkeit anbringen. Und zu guter Letzt, und dann will ich auch dann gleich an den Heiko Böhmer übergehen, da sehen Sie auf der linken Seite noch das FNG-Siegel, denn die Mandate, die Ihnen heute vorgestellt werden, haben natürlich auch alle entsprechend Artikel 8 einen Nachhaltigkeitsanspruch beziehungsweise auch das FNG-Siegel. Gut, dann vielen Dank von meiner Seite. Ich bin dann in der Fragerunde wieder für Sie da. Denken Sie dran, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne im Chatfenster. Wir greifen sie im Nachgang dann auf und damit übergebe ich dann an den Heiko Böhmer. Ja, herzlichen Dank, Jan-Peter, für die
Einführung, ein Hinweis noch von meiner Seite, deswegen lasse ich die noch kurz stehen. Oben steht 28. Februar das Update für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftung. Das ist der 28. Januar, nämlich diese Woche Freitag. Da können Sie sich aber noch locker anmelden unter unserer Webseite mit shareholdervalue.de und den Terminen. Jetzt zu meinem Vortrag bezogen auf den Kapitalmarkt 2022. Ja, vor einigen Wochen habe ich einen Kapitalmarktausblick geschrieben, das Jahr der Stockpicker. Und wir haben uns die Märkte im zweiten Halbjahr und speziell im vierten Quartal des letzten Jahres genauer angeschaut. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Marktbreite schon deutlich nachgelassen hat. Und unsere Ansicht war da schon, die breiten Anstiege an den Aktienmärkten, die wir in den Indizes gesehen haben, die laufen doch eher aus. Es geht jetzt wirklich sehr stark um die Aktienselektion, genau das, was wir ja machen in unseren Mandaten. Aber gleichzeitig wirken natürlich sehr viele verschiedene Einflussfaktoren auf die Märkte. Zwei ganz wichtige Faktoren in diesem Jahr, natürlich die Notenbankpolitik und das Thema Inflation. Und was wir gerade an den Märkten erleben, ja, das ist wirklich schon ein eher unruhiger Start ins neue Jahr. Und wie wir das alles gerade einschätzen, das wird mein Kollege Frank Fischer im Ausblick Ihnen genau näher bringen, denn es ist wirklich momentan extrem spannend an den Börsen, genau zu schauen, ob die Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, schon ausgelaufen ist oder ob wir jetzt noch mit einer weiteren deutlichen Korrektur rechnen müssen. Mehr dazu später von Frank Fischer. Ich möchte Ihnen einen eher etwas längerfristigen Blick auch geben auf das, was wir gesehen haben in den Märkten, aber speziell auch das, wie momentan globale Fundmanager, also globale Aktienprofis, die Marktlage einschätzen und wie sie auch investiert sind. Das zeigt uns immer, wo Schwerpunkte liegen und wo man auch beispielsweise bei der Asset Allocation genauer hinschauen kann und welche Bereiche besonders aussichtsreich sind. Grundsätzlich von der Einschätzung her, ja, die Inflation 2022, die wird erst einmal sinken, denn wir werden sicherlich ab dem zweiten Quartal einen Basiseffekt haben, der sich dort zeigen wird. Basiseffekt heißt das immer in dem Sinne, dass wir ja dann massives Wachstum im vergangenen Jahr gesehen haben und ausgehend von dem schon erhöhten Niveau dann noch einmal ein so deutliches Wachstum mit den 7% Inflationsrate in den USA oder auch 5% in der Eurozone, das ist doch eher unwahrscheinlich. Aber spannend wird es dann 2023, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Ja, und die Tech-Aktien, da habe ich einen interessanten Chart für Sie. Die sind schon in einer massiven Korrektur. Und insgesamt ja, die defensiveren Sektoren, die rücken in den Fokus. Aber nochmal eine langfristige Sache, die ich Ihnen hier kurz präsentieren möchte. Da geht es darum, wie die Aktienmarktrenditen sich wirklich auf dem langen Ende entwickeln. Und das nochmal zur Einschätzung und zur Einordnung auch für Sie ganz kurz. Auf Sicht der 95 Jahren, ja, ein ganz langer Chart, den wir sehr gerne in unseren Präsentationen haben, um das nochmal rüberzubringen. Der S&P 500 10,45% Jahresrendite. Anleihen weniger als die Hälfte. Und der Kaufkraftverlust, also das, was die Inflation vom Vermögen abknabbert, das mit knapp 3% über diesen extrem langen Zeitraum. Was ich jetzt mal gemacht habe, ist, ich habe etwas kürzere Zeiträume genommen und mir angeschaut. Unter anderem die letzten 10 Jahre. Und wenn Sie hier mal schauen, dann kommen wir auf eine Durchschnittsrendite in den vergangenen 10 Jahren an den Aktienmärkten von annähernd 15%. Die Anleihenrendite ist deutlich zurückgegangen und wir sehen eben auch, dass der Kaufkraftverlust im Zeitraum von 2011 bis 2021 deutlich geringer war, nämlich nur mit 2,2%. Also die vergangenen Jahre, die haben nochmal wirklich eine Beschleunigung gebracht, ein deutlich stärkeres Wachstum an den Aktienmärkten. Und der entscheidende Faktor, wo es dann noch einmal wie ein Turbo gewirkt hat, ja, das wissen wir alle, das war nach dem Corona-Tief. Und hierzu habe ich einen Chart für Sie, der das Ganze nochmal sehr stark verdeutlicht, aber auch, was in den vergangenen Monaten schon passiert ist. Sie sehen die obere Linie, das ist der ARK Innovation ETF von Cathie Woods aus den USA, eine Hightech-Investorin, die ja massiv gefeiert wurde in den vergangenen Jahren für die unglaubliche Performance, die sie erzielt hat. Und tatsächlich, wenn wir hier schauen, der Chart beginnt Anfang 2020, dann sehen wir, wie es massiv nach oben gegangen ist mit diesen Hightech-Beteiligungen ihrerseits.
Und unten, ja, da sehen wir das Vergleichsinvestment Berkshire Hathaway, auch eine unserer Positionen in den verschiedenen Mandaten bei uns. Und Berkshire Hathaway, die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett. Und man sieht, wie extrem groß die Abstände waren, auch im vergangenen Jahr noch. Aber das Ganze hat sich massiv angeglichen und wir haben hier jetzt wirklich die Linien wieder, die übereinander liegen. Und tja, wer von den Investoren hat wohl in der Zeit ruhiger geschlafen? Am Anfang sicherlich die Tech-Investoren, aber jetzt hinten raus ist es doch so, dass Qualität sich auszahlt. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man natürlich auch sagen, Tech-Aktien haben sicherlich Chancen und bieten auch weiterhin Chancen. Wir sind ja auch weiterhin in einigen dieser Titel investiert. Aber was wir hier gesehen haben, waren natürlich massive Übertreibungen. Unternehmen, die noch keine Gewinne geschrieben haben, die haben tatsächlich die höchsten Überbewertungen aufgewiesen. Und das war ja genau die Erinnerung an die Zeit 1999, 2000, mein Start an der Börse. Genau das waren die Unternehmen, die auch damals unglaublich durchgestartet sind, aber dann natürlich auch in den folgenden Jahren wieder massiv auf den Boden der Tatsachen zurückkamen. Was wir hier auch sehen, was in den vergangenen Jahren passiert ist, massive Zuflüsse in die Aktienfonds. Viele neue Investoren, viele Gelder, die als Stützungsgelder zur Verfügung gestellt worden sind, sind in die Aktienmärkte geflossen. Wenn Sie das sehen, das sind einfach diese Zuflüsse, die Sie im besten Fall letztes Jahr auch erlebt haben, dass neue Gelder in die Märkte und in die Mandate geflossen sind. Aber ich habe Ihnen das nur mitgebracht, um zu verdeutlichen, wie massiv derzeit eigentlich die Kapitalströme sind, die an den Aktienmärkten unterwegs sind. Denn das sind die Zuflüsse in die globalen Aktienfonds. Und hier eine kleine Statistik, die vor einigen Tagen in Deutschland erschienen ist. Hier nur wichtig, das ist die Zahl der Aktionäre und die aktuelle Aktionärsstatistik aus Deutschland. Es ist etwas zurückgegangen mit den Aktionären, aber es ist das dritthöchste Niveau immer noch. Und wir haben rund 12 Millionen Aktionäre in Deutschland. Da ist noch viel Luft nach oben, aber es hat sich in den vergangenen Jahren auch viel Positives entwickelt. Viele neue Investoren sind mit dabei. Das kennen Sie sicherlich auch aus Ihrer Praxis, dass viele neue Investoren mit dabei sind. Und gerade jetzt, in der jetzigen Marktphase, ist es natürlich besonders spannend, genau zu schauen, wie die neuen Investoren sich verhalten werden. Werden sie dabei bleiben oder werden viele von denen noch kalte Füße bekommen? Da ist auch die Beratung an der Stelle ganz wichtig, hier auf die langfristigen Chancen am Aktienmarkt immer wieder einzugehen, die langfristigen Chancen zu präsentieren, dass Aktien in dem Vermögensaufbau der wichtigste Pfeiler sind. Und Schwankungen, ja, Schwankungen gehören mit dazu. Aber wie sich das psychologisch auswirken wird, auch das wird etwas sein, was wir in diesem Jahr sehen werden. Und um das nochmal zu veranschaulichen, was 3% Inflation denn tatsächlich bedeuten, wenn wir 100.000 Euro Vermögen nehmen und haben einen Kaufkraftverlust von 3%, das ist ja ungefähr das, was langfristig auf das Vermögen einwirkt, ja, dann haben wir einen Verlust von rund 25% in 10 Jahren. Und darum geht es tatsächlich mit Investments, unter anderem am Aktienmarkt, dass man diesen Kaufkraftverlust auffängt und realen Kapitalerhalt nicht nur schafft, sondern zusätzlich auch noch Vermögen aufbaut. Und genau da kommt es jetzt zum aktuellen Bezug, denn wie schätzen denn jetzt die großen Investoren das Thema Inflation ein? Hier hat es das neue Umfrageergebnis des Global Fund Manager Survey. Der kommt einmal im Monat raus. Und da wird zum Beispiel nachgefragt, wie denn die globalen Fund Manager die aktuelle Lage bezüglich der Inflation sehen. Was Sie hier sehen, ist transitory, also kurzfristig, und permanent, ja, dauerhaftes Thema. Und dieser Balken ist relativ stabil im Bereich zwischen 55% und 60% in den vergangenen Monaten, immer noch bei transitory, also als vorübergehendes Phänomen wird die Inflation immer noch bei den Profis wahrgenommen. Permanent bleibt im Bereich um 35%. Aber die vergangenen Monate haben auch eins klar gezeigt, die Raten sind stärker gestiegen als von vielen erwartet. Und es wird jetzt sicherlich spannend sein, in den nächsten Monaten zu sehen, wie stark denn ein Rückgang vielleicht sein wird oder ob wir tatsächlich durch Lieferkettenengpässe, die wir auf der einen Seite auf jeden Fall noch haben, hohe Energiepreise,
ein höheres Inflationsniveau haben, was auf jeden Fall vielleicht auch in Bereichen zwischen 2 und 3% sich einpendeln kann. Und das hätte mittel- bis langfristig natürlich auch deutliche Auswirkungen auf die weitere wirtschaftliche Aktivität. Und die Fondsmanager werden auch zu vielen anderen Dingen gefragt. Eine Sache hier auch ganz entscheidend, wie die Risiken eingeschätzt werden. Sie sehen hier an zweiter Position die Inflation, immer noch ein wichtiges, großes Risiko. Das größte Risiko aber natürlich die Zentralbankpolitik. Also was wird jetzt die US-Notenbank mit den Zinsen in diesem Jahr machen? Die Schätzungen gehen mittlerweile davon aus, dass wir nicht nur 4 Zinserhöhungen, sondern vielleicht sogar 5 Zinserhöhungen in diesem Jahr sehen werden, beginnend im März. Morgen ist nun die US-Notenbank-Sitzung und da gibt es sicherlich weitere Hinweise auf die Entwicklung der Notenbankpolitik in den USA. Aber das ist auf jeden Fall das, was als großes Risiko gesehen wird, zusätzlich Inflation. Dann noch Spekulationsblasen, die sich aufbauen und eben Wachstumssorgen bezogen auf die Wirtschaft. Das wichtige Thema Covid-19, was lange Zeit wichtig war, 2020 und 2021, das ist wieder weiter nach hinten gerückt. Sie sehen den hellblauen Balken, das ist der Wert vom Dezember. Und der ist deutlich kleiner jetzt, auch nur noch auf 5% abgesackt in diesem Monat. Ja, wir haben eine stark schwankende Bewegung gehabt. Erst war es eine Entspannung, dann kam Omikron. Jetzt deutet sich das Ganze aber so an, dass doch Omikron nicht die massiven gesundheitlichen Folgen haben wird und in diesem Sinne dann auch eher Lockerungen in diesem Jahr zu erwarten sind. Das heißt, das Risiko rutscht weiter nach hinten. Spannend finde ich auch immer, dass die geopolitischen Risiken von den Profis eher als kleine Risiken eingeschätzt werden und dass die Finanzmarktrisiken, also Zentralbankpolitik, Inflation oder auch Spekulationsblasen, als deutlich wichtiger angesehen werden. Auch etwas, was man an dieser Stelle immer im Hinterkopf behalten sollte. Und die Inflationserwartungen, ja, die sinken derzeit schon deutlich. Wir sind jetzt schon so, dass die globalen Fundmanager erwarten, dass es wirklich deutlich zurückgeht mit den Inflationsraten. Sie sehen hier schon, wie massiv das eigentlich seit dem Corona-Tief, wo wir kurz auch deflationär unterwegs waren, im negativen Bereich, dann nach oben gegangen ist. Aber das hat sich schon wieder abgekühlt und tatsächlich ist im Laufe des Jahres wirklich mit einem Rückgang der Inflationsrate zu rechnen. In welchem Bereich, das wird sich dann zeigen müssen. Aber diese massiven Übertreibungen, die wir jetzt im Bereich eben mit 7% in den USA oder auch 5% in Europa gesehen haben, das scheint nicht nachhaltig zu sein. Und wenn wir einen Sonderfaktor nehmen, auf den ich vor wenigen Tagen gestoßen bin, das hat der Kollege Riesner herausgefunden, ein Analyst, auf den wir häufig schauen bei unseren Analysen. Und er hat sich mal den Person of the Year näher angeschaut. Und zwar ein interessantes Beispiel genommen, nämlich Amazon mit Jeff Bezos in den Jahren 99 und 2000. Er hat das Ganze verglichen mit Tesla in der aktuellen Entwicklung. Und Jeff Bezos, ja, war Person of the Year 1999. Und danach ging es mit der Amazon-Aktie massiv nach unten und dann begann erst der große Aufstieg, den wir ja jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben. Im vergangenen Jahr, ja, da war Elon Musk Person of the Year und es gibt viele, die erwarten, dass in diesem Jahr die Tesla-Aktie deutliche Verluste sehen wird. Es gibt Berechnungen, dass wirklich ein Einbruch um 50% wahrscheinlich ist vom Hoch, vielleicht sogar noch mehr. Ob sich dieser Faktor des Titelblatt ja, Indikators zeigen wird. Ja, auch das ist etwas, was man im Jahr natürlich verfolgen wird. Wir schauen auch zwischendurch immer mal wieder auf die Medien, wie quasi das Thema Börse gespielt wird. Und das ist etwas, was eine interessante Parallele sein könnte zu der Entwicklung 99-2000, wo wir ja auch diese unglaublichen Übertreibungen im Tech-Sektor gesehen haben. Und Amazon 99 war definitiv ein ganz anderes Unternehmen als das, in das wir heute investieren. Und wenn wir jetzt noch schauen, wo die großen Fundmanager investiert sind, ja, dann sehen wir, dass die Banken sehr stark übergewichtet sind, der Gesundheitssektor, Industriewert, das ist der Bereich, wo es starke Übergewichte gibt. Aber, und auch das ist interessant, die eher defensiven Werte, also Utilities, Versorger, Telekom,
Das sind Werte, wo wirklich die großen Fundmanager nicht so stark zu sehen sind. Und das könnte genau eigentlich etwas sein, was in diesem Jahr an Bedeutung gewinnen wird. Defensive Sektoren, ja, a place to hide, wie der Amerikaner sagt. Also etwas, wo man wirklich Ruhe ins Depot bringt, wo man wirklich auch die Schwankungen runterfahren kann und wo man dann eben beispielsweise auch gerade bei Versorgern und Telekom-Werten eine stabile Rendite über Dividenden erzielen kann. Das sind beispielsweise auch Sektoren, in denen wir schon investiert sind, wo wir aber auch sicherlich nochmal genauer schauen, denn die Schwankungen, die wir jetzt gesehen haben in den ersten Wochen, ja, die weisen den Weg für dieses Jahr und wie die Lage derzeit ist, ja, das wird ja Frank Fischer gleich noch näher erläutern. Auch spannend zu sehen, was wirtschaftlich denn erwartet wird von den Profis. Das sieht jetzt alles sehr kompliziert aus. Wir konzentrieren uns aber tatsächlich auf die dunkelblaue Linie ab dem Jahre 2021 und genau die sagt, dass das vorherrschende Szenario, was von den Profis erwartet wird, ist ein höherer als normaler, also ein überdurchschnittliches Wachstum und eine überdurchschnittliche Inflation. Genau das als Szenario für die Entwicklung in den nächsten Monaten. Und das klassische Szenario, was wir eigentlich vor Corona gesehen haben, nämlich eine niedrigen Inflation mit einem deutlich niedrigeren Wachstum, also die hellblaue Linie, das ist eigentlich etwas, was momentan kaum gesehen wird und was deutlich an Bedeutung verloren hat. Also wir haben hier eigentlich eine starke Konjunktur, eine starke Wirtschaft, die wir ja auch sehen. Wir haben hohe Auftragseingänge in vielen Bereichen, aber wir haben natürlich auch auf der anderen Seite die Belastungen durch die Inflation und dieses zusammengenommen mit höherer Inflation und höherem Wachstum, das könnte das Szenario sein, was wir in diesem Jahr sehen werden. Und hier noch der Blick auf die Gewichtung in einzelnen Sektoren. Wichtig, hier geht es darum, wie stark die Profis im Bereich Aktien gewichtet sind. Und was Sie hier ganz klar sehen, auf der rechten Spalte, im rechten Bereich mit den hellblauen Balken, dass hier noch nicht wirklich ein Abbau der Positionen stattgefunden hat. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass diese Umfrage vor 2 Wochen gemacht wurde und letzte Woche veröffentlicht wurde. Es kann gut sein, dass bei der nächsten Ausgabe Mitte Februar das Ganze etwas anders aussieht. Aber die Profis sind immer noch extrem stark gewichtet. Die Frage ist, in welchen Sektoren? Wir haben einiges schon gesehen, aber die Rohstoffe erleben beispielsweise ein Comeback. Die dunkelblaue Linie zeigt Ihnen hier, dass ab 2013 eigentlich der Rohstoffindex von Bloomberg gegenüber Aktien deutlich underperformed hat. Was uns aber die hellblauen Balken jetzt zeigen, ist, dass wieder massiv Investoren in Rohstoffe gegangen sind. In Kupfer, aber eben auch in Ölaktien, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben, wo wirklich in diesen Bereichen deutliche Zuwächse waren. Die Energiepreise sind massiv angestiegen und auch die Aktien in diesen Bereichen haben deutlich zugelegt. Und hier sehen wir die Positionierung in diesem Segment. Gleichzeitig sehen wir, obwohl es auch hier wieder die dunkelblaue Linie, die schwache Entwicklung der Banken gegeben hat, sehen wir hier aber auch, dass es eine starke Übergewichtung im Finanzbereich gibt. Die Aussicht auf höhere Zinsen, ja, die zeigt eben auch, dass es die Ertragslage bei den Banken vielleicht wieder besser wird. Aber der Finanzbereich als solches ist für uns auch spannend. Aber gerade um Banken machen wir immer einen Bogen. Denn im Finanzbereich, da sehen wir in Bankbilanzen immer noch extreme Risiken. Und deswegen schauen wir auf andere Bereiche im Bereich Finanzen, beispielsweise spezielle Versicherungen. Das ist für uns etwas, wo wir uns wohlfühlen und wo wir auch gerne investieren. Aber diese Übergewichtung von Banken, ja, die könnte durchaus ein Risiko bergen, auch für die weitere Entwicklung. Und jetzt komme ich auch schon zum Ende mit dem Blick auf den Kapitalmarkt. Ja, das Jahr der Stockpicker, das ist das, was wir in diesem Jahr sehr wahrscheinlich sehen werden. Die Zeiten der breiten Zuwächse an den Indizes, die sind wohl vorbei. Und das haben die ersten Wochen des Jahres ja schon gezeigt, dass diese Zeit wohl vorbei ist. Denn erst ging es los mit den Nebenwerten. Mittlerweile haben viele andere Aktien auch schon deutliche Rückgänge hat es gegeben für viele weitere Titel. Und die Luft, ja, die Luft wird wirklich dünner. Und ja, vielleicht ist es ein Thema, was kommen wird, die Normalisierung der
Aktienmarktrenditen. Wir haben die 10% gesehen auf ganz lange Sicht bei den Indizes. Es ist aber durchaus möglich, dass die Indizes auf Jahressicht vielleicht mal nur 5% zulegen oder vielleicht sogar auch mal ein Minusjahr mit dabei ist. Also insgesamt eine Normalisierung der Aktienmarktrenditen. Das ist das, was auf Sicht der nächsten 3 bis 5 Jahre sehr gut möglich ist, nachdem wir diese extremen Zuwächse in den vergangenen 10 Jahren auch gesehen haben. Das soll es mit meinem Blick gewesen sein. Nur kurz der Hinweis noch auf den Frankfurter Investmentblog. Das sind Artikel von mir, alle 2 Wochen ganz frisch und neu. Entweder stelle ich eigene Unternehmen aus den Mandaten vor oder aber es gibt allgemeine Artikel zum Finanzmarkt. Jetzt ganz aktuell in dieser Woche wird noch erscheinen ein Artikel zu unserem neuen Frankfurter Modern Value Index. Mehr dazu beim Frankfurter Investmentblog. Aber jetzt geht es weiter mit unseren Mandaten. Und dazu übergebe ich an meinen Kollegen Sebastian Bleschke, der jetzt auch die Steuerung übernehmen wird. Sehr gut. Vielen Dank, Heiko. Ich bin gerade noch eine Folie nochmal. Jetzt haben wir die. Genau, hier nochmal unsere Mandate im Überblick. Ich fange auch direkt mit dem Frankfurter Stiftungsfonds an. Sie sehen ja hier, wir haben den Frankfurter Stiftungsfonds, den Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, Prima Globale Werte und den Frankfurter Value Focus Fund. Und der Frankfurter Stiftungsfonds ist bei uns das defensivste Produkt, Multi-Asset-Produkt, eine Kombination aus Aktien, wie Sie es von uns kennen, dann Anleihen zur Stabilisierung in unserem Portfolio, dann haben wir die Edelmetalle, in unserem Fall ist das Gold. Und begleitet wird das Ganze noch durch Optionsstrategien, die uns auch helfen sollen, in Seitwärtsmärkten zum Beispiel Zusatzerträge zu generieren, sodass wir in sich ein diversifiziertes Portfolio haben, was dann möglichst defensiv ist und uns auch in schwierigeren Phasen solide Rendite bringen soll. Und das ist auch so passiert. Seit Umstellung Anfang 2020 haben wir rund 12% Rendite im Frankfurter Stiftungsfonds. Dieses Jahr sind wir leicht negativ mit minus 1,8%. Aber auch hier konnten wir die aktuellen Verluste durch eine aktive Asset Allocation, die wir auch in dem Produkt machen, abfedern in diesem Jahr. Letztes Jahr, in 2021, haben wir rund 10% Rendite erzielt, womit wir sehr zufrieden sind. Und dieses Jahr, wie gesagt, noch leicht negativ, aber durch die aktive Asset Allocation konnten wir hier größere Verluste in den aktuellen, ein bisschen schwieriger Marktphase vermeiden. Und auch hier war jetzt letztes Jahr der Treiber natürlich die Aktien, nicht so weit die Anleihen, sondern eher die Aktien. Und die größten Beiträge wurden von Firmen geleistet, die Sie wahrscheinlich von uns auch schon kennen. Das ist die Seconet, quasi Monopolist bei kritischer Infrastruktur. Haben wir schon oft darüber berichtet. Auch letztes Jahr eine erfreuliche Entwicklung. Dieses Jahr bislang eher weniger. Wir konnten aber letztes Jahr Gewinne mitnehmen und haben die Position reduziert nach starken Kursanstiegen und konnten deswegen auch dieses Jahr ein bisschen die Verluste reduzieren. Aber letztes Jahr war es einer der größten Gewinnbringer. Auch eine EQS war einer der größten Gewinnbringer. Dort gibt es zwar deswegen auch jetzt am aktuellen Rand wahrscheinlich einen kleinen Rücksetzer, sieht man rechts in der Folie mit minus 0,7% Performancebeitrag. Aber wir sind davon überzeugt, dass die EQS ein struktureller Gewinner ist. Im RegTech-Bereich stellen sie sowohl Software für Investor Relations, wie man es von früher kennt, DGAP, her, aber sind auch verstärkt jetzt unterwegs im Compliance-Bereich. Und hier gab es eine Verzögerung bei der nationalen Gesetzgebung in manchen Staaten, unter anderem in Deutschland, wurde die Whistleblowing-Richtlinie, die es von der EU gibt, noch nicht 1:1 umgesetzt. Das erwarten wir aber stark für dieses Jahr in fast allen Ländern. Und dann sollte das Thema weiter Fahrt aufnehmen. Und für uns ist das Thema Compliance und ESG, sieht man ja auch in unseren Mandaten, nicht mehr wegzudenken. Und das wird eher noch zunehmen die nächsten Jahre. Und EQS ist hier Marktführer in der Nische, sodass wir damit wahrscheinlich die nächsten Jahre noch viel Freude haben werden. Deswegen bleibt es eine hochpositionierte Position. Wir haben aber auch letztes Jahr mit den starken Kursanstiegen Teile der Gewinne mitgenommen. Weiterer Marktführer, Sarin, kennen Sie von uns auch schon. Die Alphabet war letztes Jahr auch einer der größten Performance-Bringer im Frankfurter Stiftungsfonds. Die Position haben wir reduziert. Eine weitere Position, die wir abgebaut haben, leider mit ein bisschen Verlust im letzten Jahr, ist die NYU Metal.
die befindet sich nun nicht mehr im Portfolio. Dieses Jahr waren bisher die größten Gewinner die PNE. Erklärt sich wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Ampelkoalition und den jetzt nochmal verschärften Rückenwind durch die Politik. Das auch ein Thema, genauso wie mit dem RegTech bei der EQS, ein Thema erneuerbare Energien. Das wird uns die nächsten 10, 20 Jahre nicht verlassen. Und wir glauben, dass der Markt hier noch nicht ganz eingepreist hat, was das für eine große Umstellung sein wird und welchen strukturellen Rückenwind hier auch eine PNE als Windpark- und Solarpark-Projektierer und Bestandshalter mittlerweile haben wird, sodass die PNE auch, sehen Sie auf der nächsten Folie, weiterhin unsere größte Position bleibt. Intershop kennen Sie von uns auch schon. Die anderen Firmen, die ein bisschen Verluste gebracht haben, kamen eher aus dem Tech-Bereich, wie Amazon, Microsoft dieses Jahr durch die Sektorrotation. Hier haben wir aber letztes Jahr einige Gewinne mitnehmen können. Insofern halten sich hier die Verluste in Grenzen. Insgesamt haben wir damit per 20. Januar eine Bruttoaktienquote von 55% gehabt. Hier zählen auch die Optionsstrategien rein und eine Nettoaktienquote von 36%. Das erklärt, warum wir nicht die vollen Verluste der Aktienmärkte in den letzten Tagen mitgemacht haben. Diese Absicherung wurde jetzt aber vollständig aufgelöst. Da wird Herr Fischer später noch was zu sagen. Und wir halten nach wie vor rund 8% Gold, hier Edelmetalle genannt, im Portfolio, einfach zur Stabilisierung und auch in stark inflationären Zeiten, wo eine Notenbank vielleicht ein bisschen hinter der Kurve ist und ein bisschen die inflationäre Entwicklung unterschätzt hat, auch in Europa, glauben wir, dass wir mit Gold richtig aufgestellt sind, hier im Produkt als ausgleichendes Element. Wie Sie sehen, nach wie vor, wie ich eben gerade gesagt habe, die PNE, rund 8% Gewicht, immer noch die größte Position, AOC Value, dahinter verbirgt sich die Agfa, kennen Sie von uns auch schon, und die Intershop mit 4%, das sind die drei größten Positionen. Intershop, eine Anbieter von B2B-E-Commerce-Lösungen, werden jetzt immer stärker in der Cloud. Und wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg, sind noch ein paar Dinge zu erledigen, aber sie sind grundsätzlich auf dem strukturell richtigen Weg, sodass wir da die nächsten Jahre noch Freude haben werden mit. Dann die EQS, hatte ich ja eben gerade schon genannt, ist auch weiterhin eine große Position bei uns. Eine neue Position bei uns ist die Modern Times Group, hier mit 2%. Da haben wir über Nacht jetzt von gestern auf heute die erfreuliche Nachricht bekommen, dass ein Teil des Geschäfts verkauft wurde, der E-Sports-Teil des Geschäfts. Modern Times Group hat sowohl E-Sports als auch Spieleentwicklung. Und sie sind dort, waren dort, muss man jetzt sagen, einer der größten E-Sports-Ligenanbieter. Und das haben sie jetzt verkauft und zusammengebracht mit einer anderen Firma, ein Unicorn mit 1 Milliarde US-Dollar verkauft. Das heißt, dort werden wir eine große Performance-Kontribution wahrscheinlich demnächst sehen. Und insgesamt ergibt sich daraus, dass wir nach wie vor stark in Europa investiert sind, mit im Dachraum 65%, in Europa 10% ex-Dach. Aber wir haben auch Titel wie eine Microsoft, haben Sie ja vorhin schon gesehen, wo wir in Nordamerika investiert sind. Und mit dem Portfolio und zusammen mit der aktiven Asset Allocation, die wahrscheinlich dieses Jahr wichtiger denn je sein wird, glauben wir, dass wir gut aufgestellt sind, auch für die nächsten Monate und Jahre, und werden mit dem Portfolio wahrscheinlich noch viel Freude haben. Damit gebe ich weiter an Jeffrey Lu und den Prima Globale Werte. Ja, vielen Dank, Sebastian. Ich übernehme auch gerne jetzt die Folien. Eine Sekunde noch. Super. Also, Prima globale Werte, das ist unser globales Mandat mit einem Fokus auf Qualitätsaktien. Und ja, das führen wir auch schon seit mittlerweile 3-4 Jahren. Und wie Sie sehen können, da konnten wir uns noch in 2021, letztes Jahr also, noch ganz freuen mit einer Performance am Ende des Jahres von 22,8%. Aber sobald wir uns schon da freuen können, können Sie auch sehen, das Jahr hat jetzt in 2022 auch schon
angefangen und da hat sich auch was schon getan. Und ja, natürlich ist es seit ein paar Wochen auch ein bisschen schwieriger mit der Year-to-Date-Performance vor ungefähr. Ich würde noch sagen, für was jetzt momentan in den Märkten passiert, 5%, mittlerweile doch ein bisschen mehr als 5% Korrektur in unserem Mandat. Das ist auch schon etwas, das man auch da ein bisschen in die Tiefe reingehen kann. Erstens nochmals den Überblick von den Werten und was wirklich in dem Portfolio passiert ist. Also in 2021, wie wir ja auch immer versuchen mit Qualitätsaktien, da können Sie ganz klar sehen, es gab natürlich viele Titel, die einen sehr guten Performance hatten und sehr wenige Titel letztes Jahr, die nicht so positiv zur Performance beigetragen haben. Aber das Wichtige zu sehen auf der linken Seite ist natürlich, es gab wirklich sehr wenige Titel, die negative Performance-Beiträge zu unserem Portfolio gebracht haben. Und es waren wirklich weniger als 5 Titel und davon war nur eine, also die Alibaba, mit einem Performance-Beitrag von mehr als minus 1%. Und das ist genau, was wir auch versuchen zu machen, indem wir wirklich gute Firmen, die wenig verschuldet sind, kaufen und auch Firmen, die sehr strukturell Wachstumstreiber haben und auch wachsen und auch natürlich als Value-Fond auch versuchen, diese Aktien nicht zu teuer zu kaufen. Und in 2022, also Year-to-Date, da müssen wir schon auch da sagen, das ist momentan eine Korrektur, die ziemlich breit aufgestellt ist. Da können Sie sehen, es geht nicht nur um einige Aktien im Tech-Bereich oder einige Aktien nur im Finanzbereich, sondern es ist wirklich bis jetzt, es hat vielleicht angefangen mit einigen Tech-Aktien, besonders die, die sehr überbewertet waren. Aber momentan ist es schon etwas, wo es schon auch ziemlich breit aufgestellt ist für eine Korrektur. Also zu unserem Portfolio, was momentan in dem Portfolio drin ist und auch die Netto-Aktienquote, da können wir ganz klar sehen, die Top-5-Positionen haben sich in den letzten Monat oder zwei nicht sehr verändert. Da bleiben wir natürlich dabei, gute Aktien, gute Investments, die wirklich Qualität zeigen, die sind ja nicht so einfach zu finden und die verkaufen wir und kaufen wir auch nicht immer wieder jeden Monat ein und wieder raus. Und wie Sie sehen, die größten drei Investments, wo wir auch mehr als 7% jeweilig im Portfolio haben, die Berkshire, die Amazon und die Roche, die bleiben auch seit letztes Jahr wieder noch bei den Top-3-Positionen. Da ist die Roche die einzige Aktie, die auch wirklich letztes Jahr eingekauft oder mehr eingekauft wurde. Zu dem Aktienaufstellung von dem Portfolio, da haben wir bis vor sehr kurzem eine Netto-Aktienquote von ungefähr 75% gehabt. Das tut sich aus zwei Sachen heraus, fast ein 90-prozentiger Bruttoaktienquote und wir hatten dann natürlich auch Hedges gehabt, also wirkliche Hedges, um wirklich die Drawdowns ein bisschen zu limitieren. Das haben wir zum Teil auch kurzfristig jetzt geschafft, obwohl wir jetzt denken, und darauf kommen wir nochmal zu, dass jetzt die Märkte mittlerweile schon wirklich auch ein bisschen überverkauft werden können. Und da gibt es wieder Chancen, auch einige gute Aktien im Tiefe zu kaufen. Also eine Sache wollte ich heute noch ein bisschen ins Detail hineingehen. Ich denke, momentan ist ja die Sprache oder was momentan besprochen wird, sehr viel über Tech-Aktien und wie ja die Tech-Aktien sehr überbewertet sind und auch wirklich jetzt
sehr viel Risiko mit sich haben. Und da wollte ich einfach nochmal ganz klarstellen. Also wir haben zum Teil auch Tech-Aktien, aber eine Tech-Aktie ist nicht gleich eine andere Tech-Aktie. Also da wollte ich nochmal ganz klar erwähnen. Mit dem Investmentbeispiel, dann nehmen wir einfach die Amazon, weil das für uns schon seit 2-3 Jahren auch eine wesentliche Position ist und auch sehr wichtig ist. Und ich würde gerne ein bisschen rein ins Detail gehen. Da wollte ich erstmal zeigen, also wenn man zum Beispiel eine Aktie wie Peloton oder eine andere Firma kauft, die in den letzten Jahren oder letzten 12 Monaten vielleicht oder erstmals sehr, sehr hoch gestiegen ist, aber auch basierend auf keine Gewinne und auch nicht für viele Jahre es nicht erwartet ist, dass so eine Firma viel Gewinne macht, dann hat man wirklich auch Probleme, wenn man wirklich überteuert einige von diesen Meme-Stocks oder Tech-Aktien kauft, wo wirklich auch keine Gewinne gibt, kauft, fundamental nicht basierend ist, in so eine Firma zu investieren. Aber wenn man eine Firma wie Amazon, die wir auch im Portfolio halten, anschaut, da muss ich sehen, obwohl die Aktienpreis auch in den letzten 12 Monaten oder 24 Monate um fast 60% gestiegen ist, also ganz genau um 56% gestiegen ist, da passen wir auf die fundamentale Zahlen, die Sie auch hier unten sehen. Und da können Sie ganz klar sehen, eigentlich bei Amazon ist es der Fall, dass fundamental die Firma noch stärker gewachsen ist als der Aktienpreis. Also die Umsätze, wenn man dort sieht, fundamental einfach, weil so viele Leute immer noch Online-Handel machen und online ihre Sachen kaufen, ist sogar um fast 70% gestiegen. Und die Gewinne, also wirklich die Nettogewinne, sind also fast um 90% gestiegen. Und wirklich, hat damit zu tun, dass Amazon immer mehr, also ein Geschäft mit AWS hat, die hohe Marge hat und auch gleichermaßen ihr Advertising und ihr Kern Onlinehandelgeschäft weiter ausbaut und das auch mehr profitabel wird. Und hier ist es wirklich der Fall. Bei Amazon zum Beispiel ist es so, dass heutzutage, also bei dem Aktienpreis hier am Montag gestern sogar man behaupten kann und es wirklich auch wahr ist, dass es heutzutage noch günstiger ist, als wir die Aktie damals in dem Tief von pre-Covid in 2020, Anfang 2020 gekauft haben. Und das wollten wir einfach noch als einen Überblick geben. Es gibt viele unterschiedliche Tech-Aktien und die sind nicht alle gleich. Und wir versuchen, genau wie mit jeder anderen Aktie in Prima globale Werte, eigentlich nur die Qualitätsaktien zu kaufen, die nicht überbewertet sind. Und auch in diesem Sektor finden wir immer noch Chancen. Das ist es von mir und ich übergebe jetzt weiter. Jetzt geht es weiter mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftung. Erstmal ein Hallo aus Frankfurt von Frank Fischer. Ja, hier sehen Sie, wie sich der Fonds im langfristigen Vergleich geschlagen hat. Wir sind gut über 8% per anno mit einer deutlich geringeren Volatilität als der DAX zum Beispiel, den ja viele immer noch, weil sie ihn ja auch täglich verfolgen, als Referenzwert heranziehen und sind letztes Jahr auch ziemlich gut durchgekommen. Darauf gehe ich nochmal im Detail ein. Die Performance-Beiträge sind mit demselben Titel, der Seconet, in 2021 besonders gut gewesen. Auch hier haben wir in dem Mandat eine deutliche Reduktion des Gewichts der Seconet-Aktie vorgenommen, sind aber trotzdem, was man auch jetzt in dem aktuellen Jahr sieht, davon betroffen, dass die Aktie sich aus der Übertreibungsphase, nachdem es dort einen Hinweis gab, dass das Jahr 2022 nicht so boomartig erwartet wird, sind die sehr hohen Erwartungen wieder zurückgekommen. Wir sind das gewohnt von Seconet, dass sie typischerweise ihre dann reduzierten Erwartungen übertreffen. Das kann auch dieses Jahr passieren, denn die haben ja viele Pfeile im Köcher. Aber wir haben hier eine deutliche Volatilität und die nach oben haben wir genutzt, um dann
die Position anzupassen. Weitere Titel, die sich sehr gut entwickelt haben, die kennen Sie auch, zum Beispiel aus dem Prima Globale Werte, die Alphabet, auch die Berkshire hat Heiko Böhmer vorhin schon erwähnt. Und auf der negativen Seite sind im letzten Jahr die Alibaba, an denen wir festgehalten haben, aufgefallen. Die haben allerdings in dem laufenden Jahr schon wieder einen positiven Beitrag gebracht. Grenke hat auch enttäuscht. Die Entwicklung ist nicht so, wie wir das erwartet haben, aber das Management strampelt sich ab und gibt jetzt wieder Gas. Nach ihren eigenen Bezeugungen glauben wir auch, dass es dieses Jahr zu einer schönen Erholung führen wird. Wir haben auch dieses Jahr einen Capital Markets Day, wo wir dann sehr detailliert die neue Strategie verkündet bekommen. Wenn wir dann auf das aktuelle Jahr nochmal sehen, dann sehen Sie auch, dass die Tencent wieder angefangen haben, sich zu erholen. Dort ist deutlich geringere Schwäche gewesen wie in den Alibaba. Wir halten an diesen beiden Titeln fest. Wir glauben auch, dass die fallenden Zinsen und die erhöhte Liquidität, die sich natürlich auch aus dem Druck der schlechten Entwicklung im Immobilienbereich in China ergibt, denn dort ist Evergrande in die Pleite gelaufen und hat auch andere Firmen mit in Mitleidenschaft gezogen. Von daher sehen wir, dass dort die Liquidität eben insgesamt dem Aktienmarkt in China gut tun kann und wir sehen dort Potenzial in Alibaba und Tencent. Die Anheuser Busch haben auch dieses Jahr schon ein bisschen dazu beigetragen, aber wesentlich ist, was suchen wir eigentlich, wie sind wir unterwegs? Das Kernelement bleiben eben die Qualitätsaktien, an denen wir langfristig festhalten. Wir schauen immer auf die nächsten 5 Jahre und ermitteln dann den Total Shareholder Return, um zu sehen, was denn pro Jahr zu erwarten ist auf 5 Jahre. Damit lassen wir uns von den Schwankungen, die so schnell passieren, wenn es auch mal von der Liquiditätsseite unsicherer wird, nicht aus der Ruhe bringen. Hier die aktuelle Top-10-Übersicht. Sie sehen dort neben der Secunet, die ja zwischendurch auch auf über 8% war, die jetzt runtergekommen ist nach den letzten Nachkäufen, die wir getan haben, ist sogar Amazon jetzt höher gewichtet als die Secunet. Die Montauk Renewables, dort haben wir ein ESG-konformes Investment. Die Grenke, die ist immer noch gut gewichtet, weil wir sehen dort enormes Aufholpotenzial. Und bei Agfa könnte es gut sein, dass dieses Jahr der von uns erwartete Katalysator, der Trigger kommt, dass eventuell nochmal Veränderungen in der Firmenstruktur durch Käufe oder eben auch Verkäufe, also M&A-Aktivitäten in der Firma passieren. Das kann sehr gut sein, dass nach Omikron mit erneuter Reisetätigkeit es möglich wird, dass das, was strategisch eben auch gewünscht ist, man hat den Offset-Bereich abgespalten. Das sollte mit dem Geschäftsbericht, der im März von Agfa veröffentlicht wird, dann auch transparent vollzogen werden. Und vielleicht ergibt sich dann die Gelegenheit, den in irgendeiner Weise mit einem neuen Partner zusammenzubringen, zu veräußern, einzubringen, einen anderen Anteil zu gewinnen. Wie auch immer das Management sich entscheiden wird, wir sind sicher, dass das werterhöhende Aktivitäten sind, die dort vom Management getroffen werden. Ich habe es schon erwähnt, Amazon haben wir jetzt in die Schwäche hinein nachgekauft und aufgestockt. Stabilitätsanker wie die Roche, auch die Ryman Healthcare sind ja eher die Steady Eddies, aber auch dort gab es eben in den letzten Tagen Kursverluste. Es ist eben überall, hat sich niedergeschlagen, dass man eben Angst im Markt hatte. Und das haben wir genutzt, um auch bei Meta und Alphabet, Meta, die ehemalige Facebook, nachzukaufen und die Gewichte zu erhöhen. Der Value Focus Fonds, ja, der zweite Platz, da haben wir uns sehr drüber gefreut und hoffen, dass das auch dieses Jahr wieder gereicht hat, dass wir also nicht nur den Fondspreis 21 für die Performance 20 bekommen haben, sondern auch in 22 für 21 gut dastehen. Auch hier gab es einen Rückgang. Die Secunet hat dort auch natürlich sich niedergeschlagen. Die Top-Gewinner aus dem letzten Jahr neben der Secunet war dann der Exit bei Immunodiagnostic Systems Holdings PLC, wo die Firma übernommen wurde. Die Sarin hat sich gut entwickelt, da freue ich mich, auch wenn das im Kurs sich noch nicht niedergeschlagen hat, dass wir sehr positive Meldungen haben, sowohl aus dem Markt der kleineren Diamanten und noch viel wichtiger für die nächsten Jahre und die nachhaltige Strategie der Firma Sarin.
Die bieten als derjenige, der das Equipment für das Planen und Schneiden von Diamanten als Weltmarktführer anbietet, nebendran auch eine über viele Jahre entwickelte Lösung, wo man über die 4 Cs, Sie kennen das bestimmt, bei den Diamanten, da sind die 4 Cs sehr, sehr wichtig. Und das kann man mit künstlicher Intelligenz mittlerweile verbinden. Und es wurde jetzt durch den ersten im westlichen Bereich namhaften großen Luxusanbieter, die Firma Kering mit ihrer High-End-Jewelry-Kette Boucheron, lizenziert. Diese Nachricht ist sehr frisch und es bedeutet, dass wir über die vielen Jahre Investment mittlerweile anfangen, dass dieses Zertifikat sich neben GIA, dem Platzhirsch auf diesem Markt, anfängt zu etablieren und dass man eben die digitale Nachverfolgung ESG-konform des Diamanten von der Produktion, also dem Abbau in der Mine, bis zum Endkunde mit der ganzen Planung und dem Rohdiamant, bis eben dann der polierte und geschliffene Diamant zum Kunden kommt, nachvollziehen kann. Wir können uns vorstellen, dass das bei Blutdiamanten nicht mehr gewünscht sind, schon lange nicht mehr dazu führt, dass Konsumenten das weit einfordern und damit eben den Vorteil von Sarin ausbauen helfen. Bei SMT Scharf, viele haben es wahrscheinlich schon verfolgt, wurde auch bekannt gegeben, dass wir eine Investmentbank, die Firma Lincoln, beauftragt haben, um diesen Anteil an SMT Scharf zu veräußern. Das würde auch die Mandate der Aktien, unsere Fondsmandate betreffen, denn wir haben versucht, die SMT Scharf in Richtung Tunnelbau zu begleiten, diese Entwicklung. Das Management hat sich dort bemüht. Es gab auch eine Ad-hoc zur Übernahme der insolventen Mühlhäuser-Gruppe, was leider nicht geklappt hat. Und nachdem wir eben über viele Jahre versucht haben, in dieser Richtung die Firma weiterzuentwickeln und der Bereich im Bergbau doch sehr stark immer noch in der Kohle ist, die Einschienenhängebahnen von SMT Scharf, die sind im Kohlebergbau sehr stark, wollen wir ein nicht ESG-konformes Investment, wenn es möglich ist, nicht mehr im Portfolio haben und sind dabei, das en bloc über eine Übernahme möglicherweise zu veräußern. Die beauftragte Investmentbank ist dabei zuversichtlich. Ja, Intershop, da hatte Sebastian Bleschke sich schon geäußert. Wir sehen die Strategie richtig, wir vertrauen dem Management und hoffen, dass sich das demnächst auch dann in den Zahlen so niederschlägt, dass wir dort eine gute Performance, eine nachhaltig gute Performance bekommen. Ansonsten sehen wir in diesem Jahr auch, dass die EQS etwas entsprechend ja, reingerissen hat, weil natürlich dort auch aufgrund der Beliebtheit dieser Aktie sehr viele dort gewichtet waren und jetzt erstmal einige, die eben nicht so nachhaltig investieren, Gewinne mitgenommen haben. Aber wir sehen in dem Regulatory Tech, RegTech heißt das, dort geht es eben um die sogenannte Whistleblowing, hauptsächlich eine Riesenchance und die möchten wir langfristig begleiten. Ich möchte dann sehr gerne nochmal auf die Top-Aktien eingehen und Ihnen zeigen, wie sehr wir auch von der Intershop überzeugt sind. Wir sind da langfristig engagiert, die Strategie hat sich geändert und es wird Zeit, dass wir dort jetzt in die Erntephase kommen und sich diese Strategie auch mal auszahlt, weil bisher ist dort noch nicht viel passiert. Das ist etwas unbefriedigend, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass dieser B2B-E-Commerce-Trend, wo der Markt über 15% pro Jahr wächst, auch mal bei Intershop zu schönem Wachstum führen kann. Und dann sollten wir hier eine gute Performance sehen. Aqua habe ich schon erwähnt. Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr die Chance besteht, dass man dort werterhöhende Aktivitäten aus dem Management, die haben wir schon verkündet. Covid macht es schwieriger, aber da könnte dieses Jahr auch was passieren. Ob Secunet von dem gedrückten Niveau sich wieder erholt, davon kann man ausgehen, aber ich muss jetzt auch erstmal abwarten, wie die Kommunikation der Firma ist und welche neuen Trends wir sehen. Da tut sich natürlich einiges an neuen Technologien und Möglichkeiten. In dem Bereich der Kommunikation ist die Firma stark, hat auch eine gute Übernahme getätigt. In dem Bereich Messaging, sicheres Messaging im öffentlichen Bereich und natürlich auch das Thema an den Grenzen, wenn wir wieder alle reisen, dann ist es so, dass wir dort die Terminals benötigen. Auch dort sind sehr schöne Marktentwicklungen denkbar. Nicht nur im Gesundheitsmarkt, wo die Secunet der erste Anbieter ist, der die elektronische Patientenakte anbieten kann mit seinem Gesundheitskonnektor. Die sind die ersten, die zertifiziert worden sind.
Und so könnte das Ganze weitergehen, sodass das Wachstum auch in Zukunft uns erhalten bleibt, auch wenn es aktuell ein Hänger ist. Ja, mit der Modern Times Group, die hatten wir auch im Value Focus hochgewichtet, freuen wir uns über den doch sehr, sehr zeitnahen Exit. Das haben wir nicht erwartet. Wir haben gedacht, das wird erst nach Corona dazu führen, dass in der eSports League noch mehr Aufholeffekte zu verspüren sind. Seit 5 Jahren kenne ich das von meinem Sohn. Der hat mir mal gezeigt, wie die Menschen in großen Hallen, Stadien ähnlich sitzen und auf große Schirme gucken und anderen Computerspielern, so wie das eben auch beim Sport ist, zuschauen, wie die eben sich gegenseitig in Teams bekriegen, bekämpfen und wer dann gewinnt. Und das wird mit Preisgeldern ausgelobt. Das ist genauso wie in der Champions League. Das war die Idee dahinter. Und die Spiele müssen nicht zwingend dazugehören, sondern man hätte sich eben von diesem Marktführer trennen können. Ich habe eigentlich gedacht, das dauert länger, weil man natürlich aktuell in den Hallen nicht sitzen kann. Aber wir sind doch sehr zufrieden mit dem Erlös, der eben jetzt für die ESL möglich wird. Und ja, jetzt sind wir gespannt, wie die Mittel verwendet werden in der Buy-and-Build-Strategie für den Bereich Mobile und andere Games. Und dazu werden wir auf dem Capital Markets Day, der für den Mai jetzt avisiert wurde, mehr hören. Aber schon Anfang Februar gibt es dann die Zahlen aus 2021. Da bleiben wir gespannt. Sarin hatte ich schon erwähnt. Wir sehen dort eben besonders in einem Zeitraum, wo wir uns vorstellen können, dass die Inflation uns erhalten bleibt. So ab 2024, 2025 kann ich mir vorstellen, dass wir, nachdem wir nochmal einen Abflauen sehen, dann doch nachhaltig Inflation benötigen, um die Schulden wegzubekommen. Und dann könnten auch Diamanten wieder ein besonders interessanter Anlagestil werden, dass man dort sagt, Mensch, Gold, Silber, Diamanten, was kann ich denn noch machen in dem Bereich, der tatsächlich als Asset einen Werterhalt und eine Wertsteigerung über der Inflationsrate verspricht. Davon kann Sarin durchaus profitieren. Kurz auf den Ausblick und das, wie wir den Markt sehen. Wir haben jetzt gerade die letzten Tage eine sehr schön erhöhte Angstsituation am Markt gefunden. Deswegen schön, weil natürlich es immer gut ist, man kann in diese Verwerfung hinein die Quote ausbauen. Wir hatten ja die Quote von über 90% deutlich reduziert, physisch in Richtung 80% und dann nochmal ein Hedge im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung von 20%, sodass wir 60% Quote hatten. Die haben wir in den letzten Tagen, Freitag angefangen und gestern komplett aufgelöst, unseren Hedge, weil eben die Angst, die der Markt zurück ist. Und wir sehen aktuell keine Situation, die schon so ist wie während der ersten Corona-Welle, sondern wir haben eben einen gewissen Anpassungsbedarf. Typischerweise ist der Markt in so einer Situation dann dabei und durchläuft eine Bodenbildungsphase. Also es kann sein, dass wir die Tiefskurse nochmal wieder anlaufen, vielleicht sogar moderat unterschreiten. Das ist jetzt schwer zu sagen, aber die Volatilität war sehr hoch. Wir sehen das auch zum Beispiel hier an dem Anteil der Aktien, die unter dem Relative Strength Index, dem Relative Stärke Index RSI sind, von 30. Also auch hier hatten wir sehr, sehr schöne Verwerfungen im Markt. Und genauso sehen wir eben, dass in dem QQQ das ETF-Volumen ist auf Panikniveau gewesen. Also viele Dinge, die wir eben messen, um das dann in unserem Mr. Market Cockpit auch zu reflektieren, die haben uns gezeigt, Angst ist im Markt. Es ist immer gesund, dann zu kaufen, beziehungsweise ist dann nicht sehr ratsam, an dem Hedge festzuhalten, wenn die Angst im Markt ist. Deswegen haben wir den aufgelösten Haben auch zugekauft. Hier nochmal den Verlauf. Der Verlauf des Volatilitätsindex VIX, VX. Hier sehen Sie, wie eben das sich entwickelt über die Zeit. Und Sie sehen auch Zeiträume, die eben über der, sagen wir mal, 35 oder in der 40er-Ecke liegen. Die sind doch sehr selten und die sind eher extremer. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das gestern war. Hier sehen Sie einmal den S&P 500 grau und blau sehen Sie den Volatilitätsindex in diesem Fall war das jetzt der Minutenchart, den wir Ihnen hier zeigen. Wir sind auf 39 gelaufen, also wir sind über diese 35er Hürde. Ich gehe nochmal kurz zurück. Hier sehen Sie nochmal die Historie. Also sehr, sehr deutlich erhöhte Volatilität. Das sind typischerweise, wir sind fast auf dem Level wie im November 20 gewesen, der letzten erhöhten
Spikes, die wir hier sehen, das sind typischerweise schon Zeiträume, in denen der Markt die ersten Versuche der Bodenbildung zumindest mal in Angriff nimmt. Und dann ist es so, dass eine Versicherungsprämie, die einen ja versichern soll, die hilft nicht, wenn ich sie dann nicht mitnehme, sondern ich muss dann auch gewisse Volatilität entsprechend aushalten. Was mittelfristig mir eher Bedenken macht, ist, dass die Liquidität, hier nehme ich einen eher ungewöhnlichen Liquiditätsmaßstab, aber hier sehen wir Verspannungen in dem Bereich der High Yield Advanced Decline Line. Das ist so, dass eben das ein sehr, sehr guter Liquiditätsindikator ist, dass wir aus dem, man kann zu High Yield auch Junk Bonds sagen, wenn die sich nicht so gut entwickeln und wenn es dort mehr Verlierer, also die kleiner als Advancer gibt, dann, und das sich auch gegenüber dem Aktienmarkt manifestiert über mehrere Monate, dann ist es typischerweise ein Zeitraum, in dem man nicht mehr ganz so aggressiv sein sollte. Deswegen sind wir vielleicht schon etwas zu früh, muss ich auch selbstkritisch anmerken, schon im Ende November ging das los, dass ich mir gedacht habe, das könnte sich ja manifestieren. Ab Dezember war ich dann etwas zu vorsichtig. Das Jahresende war dann noch besser, als wir gedacht haben. Aber jetzt zeigt sich doch, dass dieses Signal, wie das in der Vergangenheit auch schon immer war, sich durchsetzt und wir eben einen Rückgang am Aktienmarkt haben. Und dieses defensive Verhalten hat uns vor größeren Verlusten geschützt und auch jetzt ermöglicht, eben die Hedges profitabel zu schließen und jetzt eben zu sehen, dass man sagt, da kann auch mal wieder eine Erholung kommen. Man muss aber sehen, wie das weitergeht. Wir haben ja auch andere Risiken, die Türkei als Länderrisiko, nicht nur Taiwan, China, Ukraine, Russland. Also man sucht sich ja dann auch immer die Risiken. Ich denke, das Wichtige ist, es waren zu viele Menschen zu positiv und zu sehr im Aktienmarkt engagiert. Zu viel Liquidität durch die Notenbankaktivitäten, das ist Tatsache. Und dann sucht man andere Gründe, warum der Markt auch mal wieder eine Korrektur durchläuft. Wenn man hier sieht, wie Amazon oder auch Netflix, die wir übrigens auch jetzt erstmals im Fonds drin haben, Netflix hat enttäuscht mit den Abonnenten. Wenn man sich überlegt, wie gut der Dienst ist und wie die ihren eigenen Content produzieren und wie schön das skaliert, dann machen wir uns über die mittelfristige Entwicklung der nächsten 5 Jahre wenig Sorgen, sondern wir sehen dort eine sehr interessante Aktie vor uns und eine Chance, die nach dem sehr starken Verfall mit viel Angst nochmal einzukaufen. Genau dasselbe haben wir auch bei Amazon gemacht. Gibt es ein Risiko, dass das nochmal unterschießt? Das kann passieren. Aber wir sitzen jetzt auf einer sehr schönen Unterstützung und haben diese Chance ergriffen mit einem wunderbaren Total Shareholder Return für die nächsten Jahre in dieser sagenhaft guten Firma, die ja nicht nur aus dem Bereich E-Commerce die Erträge erwirtschaftet, sondern auch die Marketing-Dollars, indem sie die ganzen Augäpfel, die auf der Plattform sind, monetarisieren und das eben den Händlern, die dort ihre Produkte anbieten, das Geld letzten Endes abverlangt dafür, dass sie diese Augäpfel erreichen. Das ist wunderbar, was das an Marge abwirft. Und dann haben wir natürlich noch viele andere Initiativen, auch in der Logistik nimmt sie Anteile von DHL und Co. weg. Und so haben wir so viele Bereiche, dass ich mir vorstellen kann, dass eine nachhaltige Marge von Amazon eben auch zweistellige EBIT-Margen sein kann, weil die in so vielen Ecken unterwegs sind, nicht nur in der Cloud. Mit Amazon Web Services sind sie hochprofitabel und sie investieren das ganze schöne, den ganzen schönen Cash in andere Wachstumsinitiativen. Und wir sind gespannt, was Amazon noch alles an tollen Wachstumsopportunitäten erkennt. Nochmal kurz, wie unser Mr. Market Cockpit sich darstellt. Hier sehen Sie vielleicht mal bemerkenswert das Sentiment-Thema, also grün. Wir haben einen Index auch nachgebaut, der ähnlich ist wie der Greed and Fear Index, der aktuell falsche Daten enthalten hat. Also wenn Sie den CNN Greed and Fear Index aktuell sehen, der wird irgendwie nicht richtig berechnet. Bin mal gespannt, wann die das wieder korrigieren. Unser eigener Greed and Fear Index, der hier reflektiert ist, der zeigt halt schon extreme Angst. Wir sind deutlich unter die 20 gerutscht. Wenn Sie den CNN Greed and Fear sehen, dann wissen Sie, dass Sie dort dann den Extrem-Angstbereich beschreiten. Das ist die gute Nachricht, Angst ist ja gut. Fundamental sieht das auch noch intakt aus.
Die Gewinnsituation ist gut. Und jetzt haben wir natürlich auch Elemente, die Buybacks, die laufen wieder, also die Aktienrückkäufe. Und die können natürlich jetzt deutlich günstiger stattfinden. Die stabilisieren und stellen sich gegen die Verkäufe. Da gab es jetzt die Blackout-Periode, da konnte nicht zurückgekauft werden. Die sind jetzt wieder im Markt. Auf der anderen Seite haben wir Themen, dass die Trends anfangen zu kippen. Also 200-Tage-Linien sind verletzt worden. Und dementsprechend sehen wir, dass da nicht mehr alles grün ist. Das hat uns im letzten Jahr sehr, sehr stark unterstützt, die hohen Quoten zu fahren. Das ist aktuell nicht mehr so der Fall. Das müssen wir weiter verfolgen, ob es im Verlauf des Jahres eine Heilung gibt oder ob wir mit mehr Stress noch rechnen müssen. Das lässt sich nicht sagen, ist aber durchaus wahrscheinlich. Und wir haben dort einen starken Augenmerk, ob wir die Quote wieder reduzieren müssen, auch wieder einen erneuten Hedge hereinziehen müssen. Denn im Intermarket-Bereich ist es nicht nur High Yield, sehen wir eben, dass das ein oder andere nicht so gut ist. Die steigenden Zinsen gefallen uns nicht so sehr. Ich bin nach einer Welle, das typische Corona-Recovery-Thema wird uns auch jetzt in Q2, wenn eben das Wetter wieder besser ist, wenn diese Welle hinter uns liegt, wird es diese Erholungsphase geben. Dann gibt es vielleicht auch nochmal einen Schub, nicht nur auf den Unternehmensgewinn, sondern auf der Inflationsseite. Aber dann ist vielleicht die Konjunkturerwartung doch nicht mehr so gut, denn die Fiskalprogramme laufen nicht mehr so weiter, die Unterstützungen laufen aus, die Schulden sind sehr hoch. Es müsste eigentlich eine sich moderierende Konjunktur ergeben. Das bedeutet aber auch für die Unternehmensgewinne, besonders für die Firmen, die nicht diese qualitativ super hochwertigen sind, rückläufige Gewinne, das kann am Aktienmarkt nochmal Schmerzen verursachen. Das muss man auf der Uhr haben. Wir selektieren deswegen nur die besten, das Stockpicking der allerbesten Firmen, der qualitativ hochwertigen. Ich möchte zum Fazit kommen und freue mich dann auf Ihre Fragen. Ja, restriktive Notenbankpolitik. Wir haben eben nicht nur das Tapern, sondern auch Quantitative Tightening als Risiko. Angekündigt ist es, dass man darüber nachdenkt. Jetzt wird erstmal ja nur eines gemacht. Man druckt nicht mehr so viel Geld. Das fährt man schneller zurück als erhofft. Und die Frage ist, wie viel Zinserhöhung gibt es? Aktuell die Futures preisen sogar 5 Zinserhöhungen für dieses Jahr ein und fürs nächste Jahr weitere 2. Das kann dem Markt nicht so schmecken. Bill Gross, unser Anleihekönig, sagt, er erwartet das nicht, dass das so stark kommt. Ich glaube auch, dass es so ist, dass wir nicht so viel bekommen, denn wir haben ja auch eine Zwischenwahl und der Biden würde am liebsten natürlich nicht so stark abgestraft werden. Und jetzt haben wir das Dilemma. Auf der einen Seite sind seine Wähler auch von der Inflation betroffen, also muss die Notenbank was tun und eben auch jetzt. Und auf der anderen Seite darf der Aktienmarkt nicht so abschmieren, weil das ist auch nicht gut für die Konjunktur. Und das ist der Spagat, der dieses Jahr von der Notenbank irgendwo geleistet werden muss. Beneiden kann man sie darum nicht. Wir haben die nachlassende Marktbreite, ich habe das in der Vergangenheit auch immer erwähnt, Hindenburg oben, Titanics etc., die haben uns gezeigt, dass wir eben am Aktienmarkt genauso wie im High-Yield-Bereich erste Schwächesignale im Bereich seit Oktober, November sehen mussten. Wir hatten also über 60 sogenannte Titanics und eben über 40 Hindenburg oben gemessen an den wichtigsten Indizes, die wir verfolgen, über 12 Monate. Und wenn sich diese Anzahl immer erhöht, dann ist einfach ein bisschen mehr Vorsicht ratsam. Das A und O wird das Stockpicking sein und dass man dann auch in der Asset Allocation mal ein bisschen bremst und dann auch wieder Gas gibt. Und klar, das essentielle Element ist Meme-Aktien, wo eben kein Cashflow dahinter ist, keine Qualitätsfirmen. Das ist das, was eben dann sehr schnell bestraft wird. Zocken lohnt sich nicht auf Dauer. Das Essentielle ist das Investieren in wunderbare Firmen, das Modern Value, wie wir es nennen. Stockpicking setzt sich durch. Wir gehen davon aus, dass es zur Normalisierung der Aktienmarktrenditen kommt, dass eben viele dieser Meme-Aktien weiterhin noch Korrekturbedarf nach einem Bounce haben und dass man dann eben sich auf diese qualitativ hochwertigen Firmen konzentriert, denn damit kriegt man auch über die nächsten 5 Jahre noch eine vernünftige Performance. Ja, die Mandate kennen Sie. Sie können auch gerne nochmal en Detail mit den Kollegen drüber reden, von dem ganz defensiven Frankfurter Stiftungsfonds bis zu dem ganz aggressiven Frankfurter Value Focus Fonds. Und dazwischen haben wir eben den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, wo Sie
auch immer noch Nebenwerte, hauptsächlich Mid-Caps, aber der ein oder andere Small-Cap ist noch dabei. Das ist weniger im Prima, sind dann doch schon auch viele Large-Caps dabei. Der Prima war da so ein bisschen der Vorreiter für unseren Schritt hin in die Richtung der wunderbaren Firmen. Und das hat sich auch schon sehr schön ausgezahlt im letzten Jahr und wird uns auch in Zukunft eine gute Performance bringen, dass wir diesen Modern Value Focus haben. Den Blog hatte Heiko schon erwähnt. Sie finden uns auch auf vielen anderen sozialen Medien. Meinen Kollegen sei Dank, die das dort umfangreich pflegen. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie klicken dann auf unseren YouTube-Kanal oder verfolgen unser Value Compact oder auch unsere im Frankfurter Investment Blog oder uns auf Wall Street Online. Es gibt viele Wege, mit uns in Kontakt zu bleiben. Und wir freuen uns auch, dass wir nicht nur erneut Fondsgipfel haben und die Fondsgipfel Akademie auch wieder mit Leben füllen werden, sondern dass wir vielleicht auch demnächst mal wieder physisch Meetings haben werden, wenn diese Omikron-Welle, die ja gerade jetzt hochkocht, vielleicht noch 2-3 Wochen danach müsste sich das auch in Wellen, aber es müsste sich doch abflachen, sodass ich eigentlich auf die Zeit nach März ziemlich positiv blicke, zumindest was Omikron betrifft und auch eine wirtschaftliche Erholungsphase sehe. Aber dieses Jahr wird herausfordernd sein und auch für ETF-Anleger wird das nicht so leicht sein, eine sehr gute Performance zu erzielen. Man muss in diesem Jahr nicht nur beim Stockpicking besonders gut sein, sondern sich auch mehr Gedanken über die Asset Allocation machen. Soweit bin ich jetzt meinem Vortrag fast zu Ende. Ich will noch den Viktor Scheidt hier Ihnen auch noch vorstellen und begrüßen als Neuzugang, als Relationship Manager in unserem Vertriebsteam und freue mich, dass er uns begleitet und Ihnen bei der Antwort auf Ihre Fragen auch helfen wird. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir Sie zusammen dann auch mal wieder sehen können. Physisch wäre sehr schön, vielleicht dann auch auf dem ersten Fondskongress seit Jahren. Ja, vielen Dank soweit und dann übergebe ich zurück an den Jan-Peter Schott. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Frank Fischer, und auch an die anderen Referenten, an den Heiko Böhmer, genauso den Sebastian Bleschke und den Jeffrey Lu, für den tiefen Einblick in die Mandate und wie die Mandate aktuell aufgestellt sind. Es sind ein paar Fragen im Chat gewesen. Erstmal eine ganz banale Frage, die eigentlich noch ein Stück weit in die Orga reingeht. Wir werden natürlich im Nachgang die Präsentation versenden. Und wir werden halt auch entsprechend eine Aufzeichnung von diesem Webinar ebenfalls mit versenden. Also ein Link für die Aufzeichnung und genauso natürlich die Zertifikate für die Credit Points. Gut, so viel erstmal zum Organisatorischen. Dann ist es so, dass wir tatsächlich auf Einzeltitel jetzt natürlich nicht so sehr gut eingehen können in der Fragerunde. Wir gehen hier eher auf das große gesamte Bild ein. Und da war gleich am Anfang nochmal eine Frage, die ging in Richtung Heiko Böhmer. Hier ging es nochmal um die Frage, wenn wir über Inflation reden, dann müssen wir natürlich unterscheiden. Es gibt natürlich andere Betrachtungen in USA, in Deutschland, europaweit, Kerninflation noch als Stichwort. Vielleicht da nochmal eine Abgrenzung, dass man da nochmal eine Systematik vielleicht reinbringt oder auch vielleicht unterschiedliche Inflationstendenzen nochmal darlegt. Ich glaube, das war die Intention der Frage. Ja, ganz klar muss man natürlich sich die Komponenten immer angucken und die sind genau richtig in den verschiedenen Ländern natürlich auch unterschiedlich aufgebaut. Oft wird es ja so gemacht, dass Energie rausgerechnet wird. Das ist eine Möglichkeit. Ein interessanter Bereich, der in den USA zum Beispiel sehr stark gewichtet wird, ist natürlich der Bereich Wohnen. Also was kostet das Wohnen? Und hier hat es beispielsweise im vergangenen Jahr auch enorme Zuwächse gegeben. Wir haben ja viele Eigenheimbesitzer in den USA. Aber gleichzeitig wird dann eine kalkulatorische Miete zugrunde gelegt. Das ist zum Beispiel ein Faktor, der in den vergangenen Monaten deutlich nach oben gegangen ist. Also grundsätzlich, ja, man muss genauer hinschauen bei den einzelnen Berechnungen. Aber wenn man jetzt nur die vergangenen Jahre nimmt, dann haben sich natürlich nicht so viele Dinge verändert bei den Berechnungen. Auf lange Sicht sicherlich, in den USA sogar noch stärker als bei uns in Europa. Aber die Tendenz ist ja auf jeden Fall greifbar. Und das ist auch das, wo wir eben genau drauf schauen, dass wir eben jetzt doch die Tendenz haben zu höheren Inflationsraten im Vergleich der letzten 10 Jahre. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch erstmal ja dran gewöhnen, beziehungsweise wir merken es, glaube ich, in fast allen Lebensbereichen, dass es jetzt mit den Preisen nach oben geht. Und das Thema Lohn,
auch mal ganz wichtig, hat es schon Lohnsteigerungen großer Art gegeben? Da ist es beispielsweise in den USA auch so, dass das schon vorläuft. Ja, es hat dort schon deutliche Lohnzuwächse gegeben zum Ende des Jahres. Da gab es Statistiken, wo es jetzt danach aussieht, knapp 5% Zuwachs bei den Löhnen. Das ist bei uns noch nicht so stark angekommen. Aber ein Faktor spielt dabei immer eine wichtige Rolle. Wenn Löhne einmal angehoben worden sind, wird seltenst wieder zurückgenommen. Das heißt, das ist ein Kostenfaktor, der für die Unternehmen bleiben wird. Deshalb ist einfach dieses ganze Thema Inflation hat eine große Bandbreite und wir schauen ganz intensiv drauf. Okay, vielen Dank. Dann noch eine Einschätzung zu der aktuellen Situation in Russland. Da ist natürlich ein großes Fragezeichen gesetzt. Und wir haben ein Stück weit gehört, dass wir Absicherungen schon jetzt ganz gut gebraucht haben, die auch funktioniert haben. Und jetzt dann eben noch die Frage, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt die Absicherung aufgelöst haben mit der aktuellen Situation in Russland? Wird dann neu über Absicherungen nachgedacht? Oder vielleicht zunächst mal die Einschätzung der Situation und dann, wie wir darauf reagieren? Ja, die Frage an Frank Fischer, genau. Das nehme ich gerne mal an mit Russland. Es ist natürlich so, dass wir dort auch absolut Bedenken haben, weil wir ja tatsächlich sehen, dass der russische Bär, das ist ja nicht weit weg, die Ukraine, da kommen ja wirklich Ängste hoch, wo man denkt, das darf eigentlich gar nicht wahr sein. Nur die Frage ist, was bezweckt der gute Mann damit? Und jetzt ist es so, dass tatsächlich von Frankreich und Spanien aus, also es wird eben von allen Ecken, jetzt von der NATO-Seite Flagge gezeigt und das macht es ihm natürlich schwieriger. Diese Alarmbereitschaft für die 8.500 Soldaten der Amerikaner, das sind alles natürlich relativ zu dem Heer, was Russland wirklich hat und im Waffenarsenal ist das sehr begrenzt. Aber dieses massive Dagegenhalten macht es ihm halt auch schwer. Von daher, wir wissen nicht, wie das ausgeht. Bei politischen Börsen ist es immer sehr schwer und wir haben auch nicht uns das Thema darauf zu setzen, wie das ausgeht. Das ist nicht unser Job. Wir sehen es einfach so, was ist im Markt los? Was können wir messen? Woran können wir uns sicher orientieren? Das ist das, was wir machen. Wir können nicht, und wir sind auch nicht die Politiker, die das jetzt schon so durchschauen, um zu wissen, wie das ausgeht. Vielleicht kriegt er eben irgendwelche anderen Kompromisse durch. Und ich weiß gar nicht, was dort wirklich läuft. Das werden wir auch allererst rausfinden, wenn wir tatsächlich dann die Antwort auf diese Fragen bekommen. Es bleibt aber ein Risikofaktor. Und wenn sich das durchsetzt, dann kann es natürlich auch auf die Energiepreise nochmal durchschlagen und die Ängste am Aktienmarkt erneut auslösen. Das würde dann aber auch in den Charts zu sehen sein und dann müsste man eventuell wieder ein Hedge einziehen. Okay, vielen Dank dafür. Dann haben wir nochmal, was ja in dem Frankfurter Stiftungsfonds durchaus auch allokiert ist, das Thema Goldminen, Goldminenaktien. Dazu vielleicht noch eine aktuelle Einschätzung. Immer auch vor dem Hintergrund, ist eine Goldminenaktie als Value-Wert grundsätzlich interessant? Ja, also Goldminenaktien waren in der Vergangenheit nicht dafür bekannt, dass sie große Cashflows abwerfen. Das hat sich aber deutlich geändert. Es gibt viele Firmen, die jetzt dort sehr, sehr verlässlich, weil das eben sehr große Reaktionen von den Aktionariat hervorgerufen hat, dass sie sich nicht so an den Cash orientiert haben, haben sich einige in die richtige Richtung entwickelt. Also das kann man sich durchaus auch mal anschauen. Aber als Stabilitätsanker kommen die Goldminenaktien nicht in Frage. Wir haben als Stabilitätsanker physisches Gold und haben eben das Xetra-Gold oder auch andere Fonds, die man eben dort, ETFs letzten Endes, die physisches Gold repräsentieren, die geben einem die Stabilität in Verwerfungszeiten. Und es ist so, dass wir auch im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, nicht nur im Frankfurter Stiftungsfonds, eine physische Goldquote fahren und die auch zuletzt erhöht haben. Wir gehen davon aus, dass das durchaus sein kann, dass wir eben eine gute Entwicklung haben, jetzt nicht boomartig. Das sehe ich erst in einigen Jahren auf uns zukommen. So 2024, 2025 könnte zum Beispiel dann dafür in Frage kommen. Aber sowas wie Richtung über die 2000 oder sogar 2100, schauen wir mal drüber. Das ist ja auch schon eine nette Performance für physisches Gold. Das kann ich mir dieses Jahr vorstellen. Wird aber wahrscheinlich mit einem schwächeren US-Dollar einhergehen.
dann muss man sehen, wie man das Dollarrisiko auch in den Griff kriegt. Also so leicht ist es dieses Jahr nicht. Aber weil eben ein physischer Goldanker typischerweise Stabilität ins Portfolio bringt und wir schon gesagt haben, dieses Jahr ist Stockpicking angesagt und Volatilität wird eben erhöht sein dieses Jahr, haben wir uns eben dann auch dazu entschlossen, diese Goldquote auch im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung zu erhöhen. Die ist im Frankfurter Stiftungsfonds eh systematisch angelegt, weil das eben den Stabilitätsanker dort bringt. Okay, dann habe ich jetzt zu einer besonderen Aktie noch direkte Fragen hier reinbekommen, und zwar zu der Shareholder Value Beteiligungs AG. Frank Fischer, wollen Sie dazu noch einen Kommentar abgeben? Ja, also die Shareholder Value Beteiligungs AG ist ja der Nachfolger unserer Aktienclubs. Und dort haben wir natürlich ein auch konzentriertes Portfolio, ähnlich wie wir das eben auch im Frankfurter Value Focus Fonds haben. Haben aber in dem letzten Jahr doch eine Vielzahl an Exits gehabt und wir werden demnächst dort auch entsprechend den Geschäftsbericht veröffentlichen und sind jetzt auch in der Blackout-Period, sodass ich nichts zum aktuellen Verlauf sagen kann. Ich bin ja auch Vorstand der Shareholder Value Beteiligung AG, verweise dann auf den Geschäftsbericht und würde Ihnen auch raten, einfach mal auf die Seite shareholdervalue.de zu gehen und falls Sie es interessiert, können Sie dort dann einfach drauf klicken, dass Sie von uns versorgt werden mit unseren Informationen zu den Fonds, aber auch zur Shareholder Value Beteiligung AG. Dort finden Sie ja verschiedene Bereiche. Auf shareholdervalue.de sehen Sie nicht nur die Stiftung, die Share Value Stiftung, die mit Aktien an unserer Firma beteiligt ist und eben mit Aktien helfen als das Motto hat. Dort wird eben durch die Kursgewinne und Dividenden ermöglicht, dass man gemeinnützige Zwecke bedient. Und die werden dort von der Tochter des Gründers, die das Ganze führt, unter Frau Anja Döbert, wird das Ganze so aufbereitet, dass eben viele, viele Projekte unterstützt werden können. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist das, was Sie ja schon kennen, der Fondsteil von shareholdervalue.de und zum dritten die Shareholder Value Beteiligung AG, wo wir eben einmal den inneren Wert regelmäßig veröffentlichen, einmal im Monat und dann natürlich auch die Geschäftsberichte, wo Sie dann auch zu den Portfoliofirmen immer die aktuellen Informationen finden. Vielleicht haben Sie Lust und schauen sich das dort mal genau an, denn demnächst gibt es von uns den neuen Geschäftsbericht. Gut, prima. Dann denke ich, sind wir soweit mit den relevanten Fragen durch. Wir sind auch schon jetzt gehen auf halb eins zu. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern dafür, dass Sie dabei waren. Wie schon angekündigt, Sie kriegen die Unterlagen und die Aufzeichnung, den Link für die Aufzeichnung im Nachgang zugeschickt. Ich bedanke mich ausdrücklich nochmal bei den Referenten, bei Heiko Böhmer, bei Sebastian Bleschke, Jeffrey Lu und bei Frank Fischer. Und Sie sehen ja hier auch eingeblendet die Chance für den nächsten Fondsmanager-Dialog am 26. April 2022. Viele Punkte, die jetzt noch Fragen waren, werden da wahrscheinlich schon mit tatsächlichem Leben hinterlegt sein. Ich bedanke mich bei Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön und tschüss. Tschüss.